Sporn TV ist heute hier am Trainingsplatz des SV Wacker Burghausen, wo heute das erste richtige Training stattfindet mit der kompletten Mannschaft, auch mit den neuen Spielern. Und wir wollen uns mal jetzt umschauen hier auf dem Platz. Der Trainer ist auch schon da, Patrick Mölzl, den wir dann später auch im Interview hören werden. Wir werden uns jetzt ein bisschen umschauen hier im Training, wie das so abläuft, was die Jungs da alles machen müssen. Also lassen Sie sich mal von den Eindrücken hier ein bisschen inspirieren. Okay, auf geht's, Tim. Nimm die Truppe. Schon ein bisschen anlaufen jetzt, ein bisschen Tempo. Hier sind wir jetzt live dabei beim Torwarttraining. Der Torwarttrainer, das ist der Toni Zeidler. Er kam letzte Saison erst zum SV Wacker Burghausen. Er kam vom SB Chiemgau Traunstein und leitet jetzt hier das Torwarttraining. Wir haben ja mittlerweile noch einen klaren neuen Torwart hier bei uns bekommen. Nicht nur Mija Titičković, sondern zwei andere werden hier jetzt gerade auch mittrainiert. Und da wollen wir mal ein kleines bisschen zuschauen. Also, es gibt ja in Bayern den Ausdruck Knierschwammerl. Und wenn man jetzt da am Platz beim SV Wacker Burghausen schaut, wenn die Burschen da drüber laufen, dann weiß ich jetzt ganz genau, warum das ein Knierschwammerl ist. Bei mir ist jetzt Daniel Hofstetter, einer der Goalgetter, der auch im letzten Jahr schon bei uns in der Regionalliga gespielt hat, hier bei SV Wacker Burghausen. Du drehst gerade extra Runden, warum? Ja, ich bin ein bisschen verletzt, habe eine Adduktorenverhärtung und ist aber nicht schlimm. Also ich hoffe, dass am Montag, wenn die neue Trainingswoche anfängt, dass es dann wieder geht. Wie schaut's aus? Kann man am 21. bei den 60er schon mitwirken? Ich denke schon. Also ist natürlich auch gleich ein Highlight-Spiel. Jeder will dabei sein. Ich glaube, es haben noch nicht viele von uns hier vor 13.000, 15.000 Zuschauern gespielt. Es wird ein absolut geiles Spiel. Wir freuen uns drauf. Und ich hoffe, dass uns auch viele Fans unterstützen werden da. Also der Medienbeauftragte und Pressesprecher des SV Wacker Burghausen, Robert Hettich. Eine neue Mannschaft ist zusammengestellt worden. War das viel Arbeit, Robert? Ja, es war sicher viel Arbeit, aber wir hatten glücklicherweise auch einen langen Vorlauf von einem fast einem halben Jahr, den wir dann auch einfach gut nutzen konnten und dann schauen, dass wir für alle Spieler irgendwo eine individuelle Lösung auch herbekommen, sei es ein Arbeitsplatz, sei es ein Ausbildungsplatz oder dass er vielleicht auch nur Fußball spielt. Und ich denke, dass es uns jetzt ganz gut gelungen ist, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir jetzt alle positiv in die neue Saison gehen können. Also es ist nicht so, wie in den Medien schon beschrieben wurde, dass wir jetzt nur noch Amateure haben? Na, wir haben sicher auch ein paar Spieler, die jetzt nur von Fußball auch leben können. Das ist bei dem einen oder anderen vielleicht mal mehr, bei dem anderen ist das ein bisschen weniger. Aber wir haben, denke ich, eine gute Mischung in der Mannschaft. Ein paar ältere Spieler dabei, aber halt auch viele sehr junge Spieler. Also es ist eine Mannschaft, die eine Perspektive und eine Zukunft hat. Und ich glaube, alle Wacker-Fans können sich auf die neue Saison freuen. So, dann haben wir hier eine Institution des SV Wacker Burghausen, nämlich unsere Wacker-Oma. Und gleich daneben, bleibt da. Das ist ihre Tochter, die auch noch dabei ist, und ihr Mann, das ist der Bub auch noch. Also die ganze Familie ist dabei, wollen natürlich sehen, den Auftakt hier am Trainingsgelände vom SV Wacker Burghausen. So, jetzt habe ich schon viel Leute gefragt. Chancen für die Saison jetzt im neuen Jahr 17-18. Jeder sagt Schweinfurt, 60 Bayern und aus ist. Nix ist aus. Wir haben, also bis zur 10. Spiel haben wir mindestens am 6. 7. Platz. Und wir kämpfen uns durch, da wir am Schluss am 10. 11. stehen. Die Buben haben gut drauf, dort ist nicht oben sitzen. Dort, wo es für die Buben geht, geht's raus und treibt sie so. Dann geht's auch. So machen wir das. Und die Gabi daneben, die ist ja auch bekannt in allen Facetten hier, was pressemäßig anbelangt. Sie macht nämlich die tollen Fotos von den Spielen, gell? Genau, richtig. Ja. Und wir haben jetzt auch die Neuvorstellungen. Die neuen haben wir jetzt fotografiert in Reitenhauslach. Und dann muss ich sagen, die Jungs sind super drauf. Man kann also wirklich reden und die haben auch ein Ziel. Also die möchten schon auch oben mit drinnen mitspielen. Also ich denke mal, dass sie es auch packen. Ronald, da seht ihr mal, was der Luis macht. Für die Burschhauser Fußballer. Was macht der Luis alles? Ja, grillen tue ich, verköstigen tue ich, auswärts spielen mitfahren, anfeuern. Du bist der das Maskottchen, oder? Nein, das Urgestein. Schon 25 Jahre lang alt ist schon. Das Bürstenbrot. Jetzt grillen wir gescheit auf. Schau her, was, da schaut einmal das an. Wie schief das ausschaut. Nein, ist Wurst. Schau her, da Käsekreiner. Da habe ich erinnert, habe ich nur links Schweinswürstel, da mache ich noch ein Heimspiel Bosner. Und läuft alles? Ja, mit meinem Schwiegervater. Super läuft alles. Verstehst du nur vom Grillen was oder vom Fußball? Ja, vom Fußball stehe ich natürlich nicht viel. Aber ich halte mich da zurück jetzt.
Früher habe ich schon noch nichts geschmerzt, aber heute sage ich nichts mehr. Weil heute sind sie mal. Heute haben andere was zu sagen. Herr Frauscher, jetzt kommt's, eingemacht. Der TSV 1860 München hat sein erstes Auftaktspiel gewonnen gegen die Memminger mit 4:1. Die Bayern haben 5:0 gewonnen in ihrem Auftaktspiel. Müssen wir gegen die wirklich so Angst haben oder haben wir eine Chance? Ja, jetzt ganz persönlich ist das für mich, ich gebe jetzt das offen zu, keine einfache Situation. Ich bin auch Mitglied bei 1860 München und ich hätte also nie geglaubt, dass es mir eine Saison gibt, wo ich nicht zu den Löwen helfe, weil das ist klar, dass ich zu Wacker Burghausen helfe. Ich kann es nicht genau werten. Also ich glaube schon, dass die Löwen eine ganz starke Rolle spielen werden. Wir haben es ja in der letzten Saison gesehen, dass ja auch die U21 schon eine Top-Rolle in der Regionalliga gespielt hat. Eigentlich ist ja der Kader als Stamm zusammengeblieben und die haben jetzt nur einmal verstärkt. Also mit denen muss man sicher rechnen. Ich bin ja sicher, dass man mit den Bayern stark rechnen muss, weil nicht umsonst haben die den Hermann Gerland wieder nach Runden gezogen als Leiter vom Ausbildungszentrum. Aber wie ist das Schöne im Fußball? Wacker Burghausen hat auch schon oft gemeint, dass wir eine tolle Rolle spielen und dann haben wir keine tolle Rolle gehabt, sagen wir es vorsichtig. Vielleicht ist es heuer einmal anders. So, jetzt kommen wir aber zu den Neuen, die hier beim SV Wacker Burghausen in der nächsten Saison spielen werden. Wir begrüßen Bastian Grauwatsch. Wie fühlt sich das so an, von einem großen FC Bayern München 2 hier in Burghausen jetzt mitspielen zu dürfen? Ja, ich freue mich sehr, dass mich der Verein so herzlich aufgenommen hat. Ich war jetzt länger verletzt, fast 1,5 Jahre. Und habe einfach wieder Spaß jetzt am Fußballspielen. Und ja, die Jungs sind auch gut und macht einfach wieder Spaß. Der nächste, er ist ein neuer Torwart hier beim SV Wacker Burghausen. Und der heißt Franco Flückinger. Wie ist es in der Mannschaft hier angekommen, beziehungsweise wie meinst du, dass es in der Saison weitergehen wird? Willst du die Nummer 1 werden? Willst du Micha verdrängen oder kannst du das überhaupt? Ich denke, jeder hat den Anspruch zu spielen. Ja, wir werden das freundschaftlich im Konkurrenzkampf ausfechten. Wir sind trotzdem ein Team, auch die Torhüter zusammen nochmal extra ein bisschen für sich, weil Torhüter müssen immer ein bisschen verrückter sein als alle anderen. Und ich denke, dann werden wir sehen, wer spielt und der Bessere wird sich durchsetzen und dann den Kasten sauber halten. Maxi Pichler, er bleibt bei uns. Also er ist jetzt voll in der Mannschaft integriert und wirst natürlich dein Bestes geben, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Also ich denke, jeder Spieler möchte sein Bestes geben. Die Mannschaft ist immer am wichtigsten. Dann wünsche ich dir viel Erfolg in dieser Saison. So, dann haben wir ein neues Trikot und das trägt dann die Nummer 22. Das ist überreicht worden von Patrick Wölzel persönlich, nämlich Tim Sulmer. Servus Tim. Servus. Wollen wir natürlich auch von dir erfahren, wo du vorher warst, bevor du zum SV Wacker Burghausen gewechselt bist. Also zuletzt bei SV Pullach. SV Pullach, das ist bei München. Welche Liga? Bayernliga. Bayernliga. So, jetzt ist das für dich natürlich persönlicher Aufstieg in die Regionalliga. Hast dir viel vorgenommen? Einiges, ja. Verrat mal ein bisschen was. Ja, also ich will auf jeden Fall erfolgreich mit der Mannschaft sein. Das steht auf der Nummer 1 für mich. Aber ich will natürlich auch einige persönliche Ziele erreichen, aber die bleiben erstmal unter mir geheim. Er kommt aus Tschechien, er ist 28 Jahre alt, er kommt vom Regionalliga-Konkurrenten FC Bayern Hof an die Halsach und sein Name ist Martin Holek. Er spricht weder Bayerisch noch Hochdeutsch, richtig? Na, ich verstehe ihn wenig. Meine Deutsch ist nicht gut. Also noch nicht ganz so, aber das wirst du lernen hier in Burghausen, schätze ich mal, gell? Welche Freunde hast du schon gewonnen, die deiner Sprache mächtig sind, eventuell? Sprechen alle Tschechisch? Sechstes, der SV Wacker ist international, so schaut's aus. Und die sind geholt worden von Patrick persönlich. Die haben nämlich unter seinen Fittichen schon gespielt beim SV Kieran Schöring. Und dann hat er gesagt, die brauchen wir, die holen wir und jetzt sind sie da bei uns. Mit der Nummer 22, erst einmal Manuel Omelanowski. Ach, das sind die alten Nummern, ja, dann habt ihr das falsch aufgeschrieben, tut mir leid. Alter polnischer Adel, leider verarmt, oder wie? Ja, genau, richtig. Wo kommst du denn her? Aus Teisendorf. Nein, ich meine jetzt vom letzten Verein. Ach so, ja, hast du schon gesagt? Ja, sag's. Kieran Schöring. Frau Kieran Schöring und du hast gespielt letzte Saison. Hat er dich immer spielen lassen? Meistens. War er immer zufrieden mit dir?
Ich denke schon, ja. Auch meistens? Auch meistens. Ja gut, dann holen wir gleich den zweiten dazu. Den stellen wir jetzt nämlich gleich daneben, der auch gekommen ist vom SV Kärnten Schöningen. Tobias Janitz. Janitz oder Janitz? Janitz. Janitz, so muss man. Ich muss mir das auch merken. Ich muss ja erstmal die neuen Gesichter alle kennenlernen hier. Ne? Letztes Jahr war ich so, dass ich gesagt habe, okay, dem laufe ich blind hinterher und weiß, wer es ist. Aber bei euch ist es noch ein bisschen was anderes. Ja, ja, jetzt hast du ein Jahr hinter dir in SV Köln-Schöring und kommst jetzt hier in die drei Jahre schon, und kommst jetzt hier aber in die Regionalliga. Das wird für dich mit Sicherheit auch eine Herausforderung sein, ne? Ja, ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Erstens müssen wir mal als Team was reißen, und ja, persönlich möchte ich natürlich so viele Einsätze wie möglich haben. Auch deine Position ist interessant für die Leute? Ja, rechts, links, Verteidiger, genau. Also, es hat ja einen Abgang gegeben, der Rech, der Christoph, und den sollst du eventuell ersetzen? Rech war ja Innenverteidiger, oder? Soweit ich... Ja, aber du kannst beide Positionen spielen, habe ich gehört. Ja, ich kann beides spielen, aber bevorzugt auf der Außenverteidigerposition. Prima. Dann trotzdem herzlich willkommen auch bei uns im Verein. Christoph Buchner. So, und er kommt wieder heim, hat es geheißen, aber kommen tust du, was ich gelesen habe, aus Koblenz. Beim TuS Koblenz warst du als letztes, richtig? Da habe ich als letztes gespielt, ja. Und was hat dich jetzt dann unbedingt wieder nach Burghausen gezogen? Ja, es war immer klar, dass ich wieder heimkomme auf jeden Fall, und es hat jetzt einfach passt. Und jetzt sind beide aufeinander zugegangen, und ja, das war der richtige Zeitpunkt jetzt. Das heißt, du freust dich, dass du heimkommst. Du bist aus Burghausen oder woher? Aus Garching. Aus Garching? Aha, habt ihr da gar nicht gesehen, bin auch Garchinger. Ja, dann werden wir uns vielleicht in Zukunft öfter sehen. Hast du dich versteckt bisher? Ich war die letzten 8 Jahre nicht da. Die letzten 8 Jahre war ich nicht da. Gut, dann werden wir uns auf jeden Fall mal begegnen auf der Bühne, schätze ich mal. Sascha Marinkovic. Servus, Sascha. Servus, servus. Also, es steht jetzt da schon drin, du schießt nur Tore. Wie viel hast du vorgenommen für diese Saison? Ungefähr 20. Ungefähr 20. Ja, gar nicht zu niedrig gesetzt, das Ziel. Gell? Dann ist natürlich unbedingt unabdingbar, dass sich der Trainer immer wieder einsetzt, oder? Ja, so sieht's aus. Ansage, Trainer. Ja? Du bist entspannt und du denkst, es geht so, oder? Wenn er 20 macht, kein Problem. Okay, dann wünschen wir ihm auch diese 20 Tore, und ich hoffe natürlich auch, dass die Zuschauer, die hier in die Wacker Arena kommen, das auch erleben dürfen von dir. Wolfgang Hahn. Also auch der Wolfgang kehrt zurück. Dann fragt man natürlich auch da, wo kommst du her? Jetzt nicht von zu Hause, ist klar, das weiß ich. Aber von welchem Verein? Ich komme vom SV Erlbach. SV Erlbach, die ja in der letzten Saison auch so ein bisschen Trouble hatten, ja. Der Trainer ist ja auch weg, habe ich mittlerweile erfahren, der ja kein Schlechter war, Robert Berg. Ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt hast du es geschafft in die Mannschaft der Regionalliga des SV Wacker Burghausen. Macht dich glücklich, oder? Ja, natürlich. Ich war schon ein paar Jährchen hier in meiner Jugend und ja, bin überglücklich, dass ich wieder da bin. Prima. Du wirst spielen auf welcher Position? Ja, Außenverteidiger, wo sind eigentlich alle Außenpositionen? Naja, grundsätzlich ist das ja... Die Aufgabe des Trainers grundsätzlich, egal in welcher Mannschaft, dass man immer versucht, die Mannschaft auf den Platz zu bringen, die den größtmöglichen Erfolg bringt. Und die jungen Spieler werden nicht anders bewertet wie die anderen. Es werden die spielen, die in unseren Augen den Erfolg bringen. Und wenn das ein Junger ist, dann ist es egal, ob der 28 ist oder 18, dann wird er spielen. Ja, servus, also mein Name ist Dominik, bin 37, bin gebürtiger Trostberger, habe selber mal beim Nachbarn drüben in Burgkirchen gespielt. Und war jetzt 3 Jahre in Gendorf, hätte ich mal gesagt, in Kjörn Schörling, Trainerassistent von Patrick, unter anderem auch beim DFB. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir hier erfolgreiche Arbeit ableisten werden. Auch ein Applaus für unseren Co-Trainer. Ich glaube, wichtig ist, dass wir schauen, dass wir gute Arbeit machen und dass wir die Jungs dementsprechend fördern und fordern. Und dann läuft es schon in Burghausen, glaube ich. Prima, also auch er herzlich willkommen hier heute beim Forum. Und Toni Zeidler, bitteschön. Er stellt selber noch junge Spieler vor, die er eventuell noch in die Kader mit einbauen möchte, richtig? Ich würde sie halt gerne auf die Bühne holen, weil die halt einfach genauso dazugehören wie alle, die hier oben stehen. Das ist zum einen der Luca Eckerdinger, der U19-Torwart.
Dann haben wir zwei junge Spieler noch dazu geholt vom FC Ingolstadt. Das ist zum einen der Jonas Gmeinwieser. Und der Elias Höng. Und wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen noch einen Jungen dazugenommen, weil er extrem gut trainiert hat, weil er extrem auffallend gut gespielt hat. Und der wird ab sofort auch fest im Kader dabei sein. Und das ist der Lukas Pöllner. Danke. Und den begrüßen wir auch hier auf der Bühne, Thomas Duscher. Herzlich willkommen beim SV Wacker Burghausen. Also wir werden es auch immer sehen, er ist zuständig eben für alles rund um die Mannschaft. Heute wieder zusammen, wir wollen eine Mannschaft wieder werden, die erfolgreich auf dem Spielfeld ist und am Schluss auch in der Tabelle erfolgreich dastehen wird. Herr Dr. Thomas Frey, wie sehen Sie die Chancen für unseren Verein in der nächsten Saison? Wir haben ja viel wechseln müssen, was Spieler anbelangt. 7 Abgänge haben wir gehabt und 10 Neugänge jetzt. Wie schaut das Resultat aus? Wie meinen Sie, wo können wir mitspielen in der Liga? Also zum einen waren wir jetzt schon bei dem ein oder anderen Vorbereitungsspiel dabei. Es ist nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal da sind. Zum zweiten sind wir froh, dass jetzt die Saison wieder losgeht und das richtige Spielen wieder losgeht. Und welche Chancen wir haben? Wir haben uns vorgenommen, dass wir zu jeder Mannschaft hinfahren und bei jeder Mannschaft Punkte holen wollen. Wir wollen auf Augenhöhe mit den Großen mitspielen, wir wollen unangefochten die Nummer 1 in der Region sein und wir haben, das zeigen die Vorbereitungsspiele, einen sehr jungen Kader, aber einen sehr homogenen Kader, der deutlich mehr Möglichkeiten noch bietet als im letzten Jahr. Und die spannende Frage ist, ob die Mannschaft sich jetzt schon gefunden hat in diesen wenigen Wochen, die wir intensiv trainieren oder nicht. Und mein besser als nächste Woche kann man es nicht erwischen, gleich zu die 60er ins Stadion zu fahren und das Auftaktspiel zu haben. Da wird sich zeigen, wo die Mannschaft steht. Prima. Der Andreas Huber hat den Werner Jedlitschka abgelöst, der bisher der Geschäftsführer war hier beim SV Wacker Burghausen. Neue Aufgabe, schon richtig eingearbeitet? Die Einarbeitung läuft und läuft. Es ist natürlich viel Aufgabe, vor allem jetzt in der Saisonvorbereitung. Aber wir haben ein gutes Team mit den altbekannten Servicepersonal, mit den Personen in der Geschäftsstelle, sehr gutes Team und die helfen mir natürlich, unterstützen mich in der Einarbeitung und dafür bin ich auch dankbar. Dankbar bin ich auch dem Vorstand, der mich da sehr gut unterstützt und da läuft es eigentlich richtig gut. So, bei mir jetzt einer der Spieler des SV Wacker Burghausen, Christoph Bann. Er hat ja die letzte Saison auch schon des Öfteren Einsätze gehabt hier bei uns in der Mannschaft. Du bist der einzige Österreicher, oder? Ja, leider. Von welcher Mannschaft bist du gekommen in Österreich? Von Austria Salzburg. Austria Salzburg, hast dich hier aber recht gut eingefügt. Also wie gesagt, du bist ja nicht nur eingewechselt worden, sondern du hast auch Spiele von Anfang an bestritten, auch schon unter Uwe Wolf. Frage an dich jetzt. Wolf war da, danach kam Stanley König, jetzt haben wir Patrick Mölzl. Deine Meinung zu den Trainern? Es sind drei verschiedene Typen. Bei allen kannst du es lernen, ist jeder ein guter Trainer. Und das passt alles relativ gut mit den Trainern. Mit keiner Problem gehabt, das soll das Wichtigste, das verstehen sie alle mit dem jetzigen Trainer sehr gut, mit dem Uwe haben sie jeder verstanden, passt gut. Bei mir jetzt Marius Dunke, einer der Goalgetter vom SV Wacker Burghausen, der ja schon einige Jahre jetzt hier bei uns aktiv in der Mannschaft tätig ist und natürlich auch fürs Tore-Schießen gefordert wird hier bei uns. Er ist ja die Nummer 9 des SV Wacker Burghausen. Marius, letzte Saison, ganz kurzes Resümee. Ja, letzte Saison, für mich persönlich war es jetzt nicht meine beste Saison, muss ich sagen. Habe eigentlich auch nur 3 Tore geschossen. Das versuche ich dieses Jahr natürlich besser zu machen, so wie in der Vorsaison. Da hatte ich ja 10 Tore. Und so ein richtiger Stürmer bin ich ja eigentlich gar nicht. Ich spiele oft im Mittelfeld und da kommt es ja auch manchmal aufs Vorbereiten an und nicht unbedingt aufs Tore schießen. Prima, wir werden dich einladen, zu Around TV mal live zu uns ins Studio zu kommen. Da gibt es dann einen Talk, auch mit Leuten, die bei uns direkt im Studio anrufen können, wo du dich dann auch präsentieren kannst und vielleicht auch mit den Leuten mal, mit unseren Fans des SV Wacker Burghausen, mal ein bisschen Smalltalk übers Fernsehen betreiben kannst. Ja, da freue ich mich schon drauf. Wird sicher eine gute Sache und bin gespannt. Jetzt bei uns der Trainer des SV Wacker Burghausen, Patrick Mölzl, gekommen hierher zu diesem Verein vom SV Kirchheim-Schöring. Letzte Saison schon eingestiegen beim SV Wacker Burghausen, die ja nicht so erfolgreiche Saison hast du mittlerweile abgehackt und abgeschlossen, nehme ich an. Die neue Saison steht an mit einem riesengroßen Kader, eigentlich 36 Mann stehen dir zur Verfügung. Dein Anspruch an die neue Saison? Na, wir wollen einfach wieder alle Leute in ein Boot holen. Ich finde, dass da zu viele
Grüppchen gab letztes Jahr auch und wir wollen mit unserer Art und Weise die Fans wieder ins Boot holen, wir wollen die Zuschauer wieder ins Stadion locken und ich glaube, wenn wir mit der Art und Weise Fußball spielen, werden die Ergebnisse auch stimmen. Die Mannschaft hat sich ja verstärkt durch 10 neue Spieler, die wir gerade eben vorgestellt haben. Ich habe auch gerade ein paar Spieler interviewt, die dann gesagt haben, ja, der Trainer, der ist jetzt so, da kann man nie sagen, darf ich spielen, darf ich nicht spielen. Du entscheidest also wirklich ad hoc kurz vor den Spielen, wer heute auf dem Zettel steht? Naja, ich für mich entscheide es wahrscheinlich schon früher, aber ich lasse es die Mannschaft nicht wissen. Ich versuche so die Spannung hochzuhalten, versuche, dass alle Spieler immer bis zum letzten Moment vorm Spiel einfach fokussiert sind und das dann auch bleiben. Und ich bin kein Freund von so einer typischen Stammelf. Natürlich wird es Säulen auf dem Platz geben, aber man muss sich jeden Platz auf dem Feld erarbeiten, egal ob ich spiele oder nicht. Und wenn ich spiele, habe ich die Aufgabe, mit das zu bestätigen. Und wenn ich nicht spiele, habe ich den Auftrag, so viel Gas zu geben, dass ich wieder auf den Platz komme. Und ich glaube, nur so entsteht ein fairer Konkurrenzkampf und der ist ja nur förderlich. Auch an dich die Frage natürlich, alles einheitlich schon gesagt. 60 Bayern, Schweinfurt, die Favoriten für diese Saison 17-18. Wo siehst du unsere Mannschaft? Ja, das wird sich zeigen. Ich glaube, jetzt ist es erstmal entscheidend, dass wir gut aus den Startlöchern kommen. Und wenn wir das tun, ist bei so einer jungen Mannschaft, das muss man ja auch mal erwähnen, wir haben einen Altersdurchschnitt von 22 Jahren, dann ist bei einer jungen Mannschaft viel möglich. Aber nochmal, bei einer jungen Mannschaft ist es natürlich auch mitentscheidend, was passiert außenrum. Und wenn wir die Fans im Rücken haben, die können eine junge Mannschaft natürlich schon nochmal ganz anders anschieben. Und darauf hoffen wir natürlich schon sehr stark. Du hast ja sehr viele, wie schon erwähnt, junge Spieler, die du sehr wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal einbauen wirst in deine Mannschaft. Aber natürlich setzt man erstmal, nehme ich mal an, gerade im Spiel gegen TSV 1860 München, auf die erfahrenen Leute oder erfahreneren Leute. Wie siehst du das für dieses Spiel speziell am 21. April? Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil wir haben jetzt 5 Wochen Vorbereitung und ich kann ja 5 Wochen Vorbereitung nicht wegwischen und sagen, so, jetzt haben wir 5 Wochen Vorbereitung gemacht, du hast die sehr gut gemacht, aber du hast nicht so viel Erfahrung wie ein anderer. Also da werde ich ja unglaubhaft. Also es werden am Freitag definitiv die auf dem Platz stehen, wo wir zum einen davon überzeugt sind, dass sie Erfolg bringen und zum anderen die auf dem Platz stehen, die einfach jetzt 5 Wochen lang alles dafür gegeben haben, um auf dem Platz zu stehen. Und aus dem werden wir die Mannschaft formen. Und ich hoffe und davon bin ich auch überzeugt, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel machen werden. Ergebnis können wir nicht beeinflussen, aber wir werden alles dafür tun, dass es ein gutes Ergebnis wird. Ja, liebe Zuschauer von Allround TV, das war's von diesem Tag heute am 15. Juli, die Vorstellung der neuen Mannschaft des SV Wacker Burghausen. Und hier sind Sie nochmal ein Teil der Spieler, die neu und auch alte Hasen sind, hier bei uns in diesem Verein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns mit Sicherheit auf Allround TV wieder mit einigen Spezialinterviews auch bei uns im Studio. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.